herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute packen wir gemeinsam die Glossy Box Summer Edition Bag aus. Und zwar ist das eine Limited Edition. Die kam jetzt letzte Woche raus und die war wirklich ratzfatz ausverkauft. Die hat für Glossies 35 Euro gekostet und die gab es allerdings auch nur für Glossies, was ich ein bisschen doof finde, ehrlich gesagt, und auch ein bisschen ungerecht den anderen gegenüber. Ich finde, Glossy Box hätte viel mehr daran verdienen können, auch aus der Sicht gesehen, wenn sie das für alle freigegeben hätten. Und dann wären bestimmt auch mehr Taschen verkauft worden. Ich meine, die sind ausverkauft, aber trotzdem, also ich kann die Leute verstehen, die sich da beschweren. Ich habe vieles gelesen bei Instagram und es sind wirklich einige Leute dabei, die echt sauer sind, was ich auch verstehen kann. Ja, und das Ganze wurde halt über die Glossy Lounge verkauft. Dafür muss man halt Abonnent sein. Ich kann auch die Leute verstehen, die dafür nicht extra ein Abo abschließen wollen. Deshalb, ja, die war relativ schnell weg gewesen. Ich war um 5 vor 10 online gewesen, habe dann geguckt, weil ich mir einen Wecker gestellt hatte. Konnte sie auch schon um 5 vor bestellen. Also ich habe dann auch sofort bestellt. Das geht wirklich richtig schnell. Ist halt auch eine limitierte Edition. Ich meine, das soll ja auch so sein, dass das wirklich limitiert auf eine bestimmte Stückzahl ist. Das kann ich dann auch verstehen, aber ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich eine bekommen habe und wir packen die jetzt gemeinsam aus. Wir gucken rein. Ich sage euch meine ehrliche Meinung zu den Produkten, was ich von dem Inhalt halte. Ich erwarte mir sehr viel davon. 3 Produkte kenne ich schon. Die wurden vorab in der Sneak Peek gezeigt und die haben mir sehr zugesagt. Deshalb habe ich gedacht, ich bestelle mir dieses Bag. Eigentlich wollte ich es nicht machen, aber ich habe dann gesehen, was drin ist und dann konnte ich nicht Nein sagen. Ja, jedenfalls denke ich, dass ich am Ende noch eine Kleinigkeit aus der Box auch an euch verlosen werde. Einfach halt nur, damit ihr vielleicht auch was von den Produkten habt. Ne? Ich wollte jetzt nicht alles verlosen, aber ich denke, einen kleinen Teil daraus werde ich dann an euch verlosen. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran, dann seht ihr, ob ich was verlose oder nicht, aber ich denke mal auf jeden Fall schon. Deshalb, ja, ich bin neugierig und wir packen die Bag jetzt zusammen aus. Das hier ist der Karton, der ist diesmal ein bisschen anders von der Form, sonst ist er ja ein bisschen länglicher und flacher. Heute haben wir so ein etwas rechteckigeren Karton bekommen. Der ist auch ein bisschen höher und ein bisschen schwerer wie sonst. Ich bin super gespannt und wir gucken uns jetzt einfach die Tasche mal an. Ich wollte euch nur eben den Karton mal zeigen, weil der anders aussieht wie normal. So, und das ist die kleine süße Tasche. Also ich habe mir die größer vorgestellt. Die ist tatsächlich total gollig und klein. Also es ist so eine Kunstledertasche aus so einem Rosa. Finde ich sehr schön. Die Farbe sagt mir wirklich richtig zu. Die werde ich wahrscheinlich auch weiter benutzen für Schminksachen. Hier geht richtig viel rein. Ja, die ist total süß. Hier unten steht nochmal Glossy Box drauf und hier war auch noch ein Flyer mit bei. Und zwar ist das der Flyer. Hier sind die ganzen Produkte drin aufgeführt. Da steht dann nochmal, für was die sind, was die kosten und so weiter. Ich werde euch auf jeden Fall die Preise dazu einblenden zu dem Produkt. Und am Ende rechne ich euch natürlich nochmal den Gesamtwert aus, was die Bag dann im Endeffekt wert ist an den Produkten, was da drin ist. Und ja, genau, wir fangen jetzt mal an. Das hier ist der erste Blick in die Box und die ist wirklich bis oben hin randgefüllt. Also ich habe gerade auch gedacht, wow, ich habe mit so viel gar nicht gerechnet. Aber gut, es sind ja auch 10 Produkte, ne? Die müssen ja auch irgendwie hier rein und ja, genau, deshalb. Obendrauf lag als allererstes was zum Essen. Das ist auch bei Glossy Box nicht oft der Fall. Wir haben hier was von Bua, Reiselust Deutschland Mischung. Das sind 100% Fruchtstücke, 0% Zusatzstoffe, knusprige Früchte. Also das ist Johannisbeer, Erdbeer und Ananas, genau. Ja, das kann man snacken, in Müsli oder in Smoothie reinmachen. Das ist so eine Gratiszugabe, halt einfach so eine Probe, was hier von Bua zur Verfügung gestellt wurde, nehme ich an, und ja, das werde ich auf jeden Fall schon mal weitergeben. Hier ist Ananas drin, das vertrage ich nicht. Ich habe da eine Allergie gegen, deshalb werde ich das besser nicht essen. Also das stelle ich schon mal auf die Seite. Damit kann ich leider nichts anfangen. Und wir machen jetzt mit dem ersten richtigen Produkt weiter. Das erste richtige Produkt, und auf dieses Produkt habe ich tatsächlich auch gehofft. Das ist nämlich von Benefit die Mascara, die Bad Girl Bang. Die habe ich in klein schon gehabt, schon zweimal, und ich finde die richtig gut. Die trennt so schön die Wimpern. Das ist eine ganz tolle Mascara. Die macht richtig schöne, geschwungene Wimpern und das hält tatsächlich bis abends. Also das ist eine richtige Wucht, diese Mascara, und ich freue mich natürlich richtig darüber, dass ich die jetzt in groß habe. Ich habe mir die noch nie gekauft, weil ich immer zu geizig war, mir die 30 Euro oder was die kostet auszugeben. Ja.
Ich freue mich riesig darüber, wirklich. Das ist eine sehr schöne Mascara. Man hätte auch haben können, ich gucke gerade mal in dem Heft, und zwar ein Conditioning Eyebrow Primer. Den hätte ich natürlich auch genommen, hätte ich mich auch gefreut, weil für Augenbrauenprodukte ist ja Benefit bekannt. Hätte ich natürlich auch gern mal getestet, aber über die Mascara freue ich mich riesig. Die ist wirklich richtig toll und ja, das ist so eine Volumenmascara. Sehr schön. So sieht die aus. Und was ich hier dran richtig cool finde, dass es mal eine Full-Size-Größe ist. Man hat ja sonst immer nur diese kleinen Proben. Ich meine, die sind auch gut. Die sind meistens besser wie die großen, aber ja, Full-Size-Produkte sind natürlich immer noch was anderes in der Box drin wie die kleinen Proben. Deshalb mega cool. Das nächste, was ich hier rausgeholt habe, ist etwas von Velmex. Pro Kollagen Beauty Shot Trinkampulle, ein Nahrungsergänzungsmittel haben wir hier und zwar mit Vitamin D3, Vitamin C, E und Hyaluron. Also es ist so eine Ampulle zum Trinken. Das Ganze ist vegan, das steht nochmal oben drauf. Ich will es gerade mal rausholen, ich gucke mir das auch direkt mal an. Ja, das sind halt diese Beauty-Trinkampullen, die man immer mal in diesen Apothekenboxen und so auch drin hat. Die sind meistens ganz gut, aber von einmal merkt man da eigentlich nichts. Da kann man nur gucken, ob einem der Geschmack zusagt. Ja, das ist noch ein bisschen haltbar, das werde ich mir aufheben. Ich will das jetzt heute nicht nehmen, weil ich habe heute schon meine Nahrungsergänzungsmittel zu mir genommen. Das wird dann vielleicht ein bisschen viel. So sieht die Ampulle aus. Die ist auch nicht im Heft mit aufgeführt. Also ich gehe mal davon aus, dass das auch einfach so eine gratis Beilageprobe ist. Also kein Produkt, was hier jetzt mit aufgeführt ist. Ein Produkt, was aber mit aufgeführt ist, ist das hier. Und zwar haben wir hier eine Pinzette von Tweezerman. Da hatte ich in der Glossy Box auch schon eine drin, eine rosane, die liegt sogar hier. So, und das ist die hier, also das ist auch so eine rosane und ich glaube, die ist auch von Tweezerman. Wenn mich nicht alles täuscht, es steht jetzt nichts drauf, aber ich glaube, die war auch aus der Glossy Box und die ist halt auch von der Marke. Das hier ist jetzt so eine kleine, die ist in Neon Pink, da ist sogar so ein Röhrchen dabei, dass man die reinpacken kann. Ja, eine Mini Slant Tweezer. Die sieht so aus. Und Leute, die ist richtig teuer. Ich habe gerade geguckt, die kostet 14,95 €. Das ist schon ganz schön heftig für eine Pinzette, finde ich. Ich finde das schon teuer. Ich überlege gerade, ob ich sie brauche oder nicht. Aber ich glaube, ich lege sie mal zur Seite für die Verlosung, weil ich habe eigentlich genug Pinzetten. Ich habe, glaube ich, so 2 oder 3 Stück. Die reichen mir aus und genau, dann kann sich jemand anders darüber freuen. Ich lege es mal nebenhin. Das nächste Teil. Und zwar haben wir hier was von Original Search. Das ist eine Dusche, Juicy Mango. Und ich liebe diese Duschen. Ich habe mir schon lange keine mehr davon gekauft, weil ich die immer ein bisschen teuer finde, ehrlich gesagt. Aber vom Geruch und von der Pflege her sind die richtig toll. Ich kenne die Sorte hier noch gar nicht, Mango. Ich nehme an, die ist neu und deshalb ist die auch als Probe mit drin, weil die ist auch in dem Heftchen nicht aufgeführt. Ja, und vom Geruch her, die riecht wirklich schön nach Mango. Richtig lecker, wie eine frisch aufgeschnittene Mango. Also das kann ich nicht anders sagen, das riecht sehr natürlich und richtig lecker. Deshalb, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Das ist so eine kleine Dusche, die kann man mal mit ins Schwimmbad nehmen, wenn man dann mal wieder hingehen kann. Und ja, genau, kann man immer gebrauchen, so eine Mini-Dusche, die ist auch schnell leer. Das nächste Produkt, und zwar haben wir hier, das war auch in der Sneak Peek drin gewesen und das fand ich so cool, deshalb wollte ich die Box auch haben. Das ist ein Blush von Love in der Farbe Zense Game Changer. So sieht die Verpackung aus und das ist so richtig cool marmoriert hier, die Verpackung von außen. Das hier ist der Blush und der ist wirklich sehr schön, der ist hier auch nochmal so marmoriert und der hat sogar einen Spiegel unten drin. Ein sehr cooles Produkt und sehr hochwertig verarbeitet. Und den finde ich natürlich auch richtig cool. Da freue ich mich sehr drüber. Das sind jetzt genauso Farben, die man im Sommer schön tragen kann. Wir swatchen das Ganze mal, würde ich sagen. Ich hoffe, dass der nicht zu pink ist. Sieht ja jetzt doch pink aus im Fännchen, aber ich glaube, der ist so ein bisschen rosé. So sieht der aus. Ja, der hat eine schöne Farbe. Also den kann man auf jeden Fall verwenden. Den finde ich schön. Der gefällt mir auf jeden Fall, den werde ich verwenden und von Love habe ich noch keinen Blush, deshalb freue ich mich natürlich.
Und ja, der ist hochwertig, also der ist richtig schwer und liegt gut in der Hand, überhaupt nicht billig verarbeitet oder so. Sehr cool. Das nächste Produkt, das ist von La Roche-Posay und das kommt mir sehr bekannt vor. Das hatte ich jetzt erst in der Apothekenbox mit drin, also somit hätte ich das doppelt. Das ist eine Aftersun-Pflege fürs Gesicht, also so ein Aftersun-Gel, was so ein bisschen kühlt. Das ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Also ich habe schon Gutes davon gehört und das packe ich euch jetzt hier mit in diese Verlosung rein. Weil ich brauche das nicht doppelt. Das dauert ja ewig, bis das leer ist, obwohl das hier nur 40 Milliliter sind, aber fürs Gesicht, das dauert ewig, ne? Also damit kann ich dann nichts anfangen. Das würde dann nur hier rumstehen und würde ich sagen, packe ich hier mit rein. So sieht das aus. Und hierzu steht nochmal drin, also das ist aus 76% Thermalwasser aus La Roche-Posay. Die Haut wird aufgebaut und 48 Stunden lang mit Feuchtigkeit versorgt. Das Hydragel ist mit Antioxidantien angereichert. Diese helfen dabei, freie Radikale zu bekämpfen, die während des Sonnenbades entstehen. Glycerin spendet Feuchtigkeit. Also ist eine sehr gute Sache und ja, ich denke, dass einer von euch auf jeden Fall was damit anfangen kann. Auch was für die Haare ist dabei. Und zwar was von Wella Try Me Amy, ein Trockenshampoo. Das ist ein Reisetrockenshampoo. Das hat 65 Milliliter. Das ist auch ein kleineres. Ich will in dem Heft mal lesen, das kleine würde schon 10,50 € kosten. Also Wella ist ja immer ein bisschen teurer und das ist ja dieses Wella Professionals, was es auch beim Friseur gibt. Also das ist schon was Besseres, ja. Ja, das ist ein Trockenshampoo mit Tapioca-Stärke und ja, das gibt den Haaren wieder Frische und ich will das jetzt auch nicht aufmachen und dran riechen. Man riecht so ein bisschen, also das riecht ein bisschen frisch. Ja, ich denke mal, das ist okay. Das werde ich auf jeden Fall benutzen. Das ist ja nur so ein kleines und das werde ich mal mitnehmen, wenn ich mal unterwegs bin auf Reisen oder ja, wenn man es halt mal zwischendurch braucht. Dafür ist die Größe echt gut. So sieht das aus. Das nächste Produkt und zwar haben wir hier, glaube ich, einen Lippenstift. Tulip steht hier drauf und das Ganze ist von MAY. Ich muss mir mein Heftchen dazu nehmen, weil ich muss auch gucken. Velvet Hydro Matte Lipstick ist das Ganze. Matter Lippenstift, der nicht austrocknet. Hier kommt er. Der parabenfreie Lipstick mit Vitamin E spendet einen Kussmund, viel Feuchtigkeit und langanhaltende hochpigmentierte Farbe. Das ist ein Lippenstift. Den machen wir jetzt gerade mal auf und gucken uns den einfach mal an. So, und das coole Stück ist sogar Gold. Also es ist innen Gold und außen Gold. Sieht sehr nobel aus. Man sagt ja immer, nobel geht die Welt zugrunde, ne? Das passt hier drauf. Also es sieht sehr edel aus. Ja, Tulip haben wir hier, Mai. Und eine sehr schöne Farbe. Also, das ist so ein Nude. So ein, ja, rotbraun Nude. Sehr schön. Ich zeige es euch von nah. So sieht der aus. Und der hat wirklich eine richtig schöne Farbe. Gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Und ich überlege tatsächlich, ob ich den brauche oder nicht. Lippenstifte habe ich eigentlich so viele. Ich finde den voll schön, aber. Ich überlege, ob ich den brauche oder nicht. Ich stelle ihn mal nebenhin. Vielleicht verlose ich ihn auch. Vielleicht behalte ich ihn. Mal gucken. Ich überlege es mir noch jetzt bis zum Ende des Videos. Ich finde den auf jeden Fall richtig schön. Als nächstes war noch eine Probe hier drin. Und zwar von Note. Eine BB-Creme. Das ist eine Probe, genau. In der Farbe 01. Das ist so ein Sample. Das sieht so aus. Das werde ich ganz sicher auch mal probieren. Ein Produkt von Mood Maski ist auch hier drin. Da freue ich mich sehr drüber. Das ist eine sehr gute Marke und die feiern ja auch wirklich extrem viele Leute. Also das ist ja auch nicht ohne Grund. Ich finde die Marke auch sehr schön. Das hier ist eine Morning Boost Mask. pH Balance. Ich will gerade mal lesen, was die alles kann. Also hört sich sehr gut an. Das ist auch wieder eine Probe mit 20 Millilitern, also auch kein Full-Size-Produkt. So, ich muss jetzt immer mal zwischendurch ein bisschen unterbrechen. Mein Nachbar sägt draußen Holz, das ist so laut, also da kann ich kein Video drehen. Deshalb mache ich jetzt mal weiter. Also ich habe jetzt mal in das Heft geguckt und zwar, diese Maske boostet deinen Teint gleich nach dem Aufstehen und macht ihn ready für den Tag. Ihr einzigartiger Mix aus Premium Arabica-Kaffee, marokkanischem Lavatton in Kombination mit frischen Blütenextrakten sowie Reis aus Indonesien macht diese Maske einfach unentbehrlich am Morgen. Nach nur 2 Minuten Einwirkzeit lässt sie die Haut weicher, strahlender und energetisierter aussehen. Ja, das ist so eine Boostmaske für den Morgen. Und ich muss leider gestehen, ich finde das immer so ein bisschen schade, dass hier nur so kleine Proben drin sind. Ja, ist ein bisschen schade. Also es sind schon viele Proben, es sind auch Full-Size-Produkte drin, aber bisher
waren schon einiges an Proben hier drin. Ja, ist aber nett verkehrt. Zum Testen geht das auf jeden Fall klar. So sieht die aus. So, und dann haben wir ein Produkt und zwar von Cetaphil. Sun2Go heißt das Ganze mit einem SPF von 50 UVB-UVA-Schutz. Sehr hoher Schutz. Liposomale Lotion und Stick. Für trockene, empfindliche Haut, für Gesicht und Lippen steht hier drauf. Ideal für unterwegs, geeignet für Gesicht und Lippen, sofortiger Sonnenschutz. Das hört sich sehr gut an. Das ist ja eine Sonnenlotion. Ich mache die gerade mal auf. Ah, und zwar, das ist so ein Stick. Also der hat hier unten so ein Loch drin, glaube. Ja, genau. Also den kann man unten benutzen und oben ist dann Sonnenmilch drin. Sonnen- und Kälteschutz fürs Gesicht und Lippen. Also das kann man auch für Kälteschutz benutzen. Das ist ja richtig cool. Also das ist ein schönes Produkt. Ich zeige euch das mal von nahem. So sieht der aus. Und hier unten ist nochmal für die Lippen extra was drin. Also hier oben die Creme und unten für die Lippen. So habe ich es zumindest verstanden. Und das hier werde ich auch nicht benötigen. Ich habe so viel Sonnenpflege. Ich habe fürs Gesicht Sonnenpflege. Ich habe mir letztens erst im Rossmann Neues geholt. Von daher. Ich weiß nicht, für nächstes Jahr aufheben möchte ich auch nicht. Da kommen ja auch wieder neue Sachen und ich denke, das stelle ich jetzt mit hier bei die Verlosung. Und hier haben wir auch schon das letzte Produkt. Das ist von Note. Also von Note hatten wir eben auch von der BB Cream hier eine Probe mit drin. Und das hier ist ein Skin Perfecting Primer mit Arganöl und Vitamin E. Das hört sich sehr gut an. Genau, das ist ein Primer. Ich will mal im Heft gucken. Das ist auch ein Originalprodukt mit 35 Millilitern. Also das ist schon mal gut. Originalprodukte finde ich immer klasse. Keine Lust auf sichtbare Poren und öligen Glanz. Dieser mattierende, wasserbeständige Primer mit Arganöl, Vitamin E hilft, indem er Poren kleiner macht und den Teint optisch verfeinert. Seine glättende, seidige Textur mit leicht schimmernder Wirkung bereitet deine Haut perfekt auf das anschließende Make-up vor. Vegan, dermatologisch getestet und frei von Tierversuchen. Das hört sich sehr gut an. So sieht die Verpackung aus. Das ist das Produkt rausgeholt. Und der ist total edel. Also der hat hier so einen Pumper. Das finde ich richtig gut, dass man das rauspumpen kann. Und dann, also diese Form von Creme mag ich sehr. Weil erstens, man bekommt hier unten alles raus. Man kann das Ding noch aufschrauben und man kann das schön dosieren durch diese Pumpe. Das ist richtig cool. Darauf fahre ich ab, weil so hat man kein Produkt, was man wegwirft. Gut, man könnte das jetzt auch aufschneiden, aber ich finde, so wird das immer schön restlos leer. So sieht der aus. Und den teste ich jetzt mal auf meiner Hand. Ich bin richtig gespannt. Der ist wahrscheinlich auch so ein bisschen silikonartig. Ja. Der ist silikonartig. Also ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber bei mir krümelt der auf der Hand. Der gibt richtig Krümel. Vom Geruch her riecht der gut, der ist auf jeden Fall parfümiert. Ich glaube aber, man erkennt das nicht. Das gibt auf jeden Fall so Krümel. Das sieht man, glaube ich, in der Kamera nicht. Muss man mal gucken, wenn man das so ein bisschen eingearbeitet hat. Wenn das wärmer wird, auf jeden Fall krümelt das bei mir. Also es geht auch nicht weg. Das tut sich so ein bisschen von der Haut wieder abziehen. Aber meine Haut, die ist butterzart, die ist ganz weich. Also man merkt schon, dass hier wirklich so eine Schicht auf der Haut ist und das aalglatt ist. Also das ist wirklich wie so ein Fisch fühlt sich das an. So ein bisschen glitschig, glatt. Das zieht langsam ein. Also es fühlt sich richtig gut an. Jetzt sind die Krümel auch weg. Also ich glaube, der ist richtig gut. Aber hier ist, glaube ich, richtig viel Silikon drin. Ich muss mal gucken, ob ich das sehen kann. Ja, also hier ist schon viel drin. Also hier ist eine große Inhaltsstoffliste drauf. Hier ist Alkohol, Parfüm, verschiedene Öle und sowas drin. Ich glaube auch Silikon. Ich kann das nicht so gerade alles entziffern, was hier drin ist. Also hier ist schon eine Menge drin. Ja, kein Wunder, dass es so gut funktioniert. Ich werde den auf jeden Fall austesten, gucken, wie der meiner Haut gefällt. Finde ich richtig klasse und ich muss mal gucken. Also der kostet 9,45 € und ich finde, wenn der gut ist, das ist sogar ein Preis, wo ich das für nachkaufen würde. Also es ist nicht gerade besonders überteuert, also da gibt es wirklich teurere Primer. Deshalb, ich teste es einfach mal aus. So, meine Lieben, ich habe den Gesamtwert ausgerechnet. Das Körbchen ist leer, also die ist wirklich sehr schön, die werde ich auf jeden Fall nutzen. Hier geht einiges rein, finde ich sehr schön. Sowas könnte Glossybox öfters machen, also das ist wirklich eine schöne Sache. Man
hat ja immer so viel von diesen Boxen, wenn man die im Abo hat. Und so hat man auch mal was anderes, was man dann halt tatsächlich weiterverwenden kann. Finde ich echt cool. Ich habe einen Gesamtwert ausgerechnet von 126,55 €. Also ich habe jetzt die Proben runtergerechnet. Ich habe jetzt zum Beispiel das hier gar nicht mit reingerechnet und die kleine Probe hier auch nicht und die Früchte hier habe ich auch nicht mit reingerechnet. Das waren ja so Geschenke hier drin quasi. Die anderen Produkte haben zusammen 126 € gegeben. Finde ich auf jeden Fall eine super Sache, weil man hat 35 € bezahlt und bekommt was für 130, sage ich jetzt mal aufgerundet. Dafür ist das echt okay und da lohnt sich das auf jeden Fall, solche Boxen zu kaufen. Und ich finde, diese Limited Editions, die lohnen sich meistens bei Glossy Box. Ich fand die Box jetzt sehr schön. Der Inhalt hat mir richtig gut gefallen. Es war von jedem was dabei. Ich habe zwar ein paar Sachen auf die Seite gestellt. Die möchte ich an euch verlosen. Einfach halt für die Leute, die jetzt keine bekommen haben. Vielleicht habt ihr dann halt bei mir die Chance, dass ihr wenigstens ein bisschen was von den Produkten bekommt, weil ich brauche ja auch Sachen, von denen ich schon was zu Hause habe. Nicht wirklich viel hier noch auf Vorrat. Was soll das, ne? Und ich, ja, hab gedacht, ich verlose es dann an euch. So, was ihr jetzt bei mir gewinnen könnt, tue ich jetzt hier in so eine Glossybox rein. Und verpacke euch das schön. Also als allererstes tue ich euch diese Sonnenmilch bzw. diesen Sonnenstick mit rein. Den bekommt ihr schon mal. Dann bekommt ihr den La Roche-Posay, also dieses Gel hier fürs Gesicht. Das ist ein After-Sun-Gel, das kommt hier rein. Dann kommen diese leckeren Früchte hier rein, die ich leider nicht essen kann. Da kann sich dann jemand anders drüber freuen. Dann kommt die Pinzette mit rein. Also die ist wirklich richtig cool. Aber wie gesagt, man braucht nicht so viele. Die tue ich euch auch mit hinein. Dann habe ich mir überlegt, ich tue euch noch was von mir rein, was ich jetzt hier zu Hause habe. Und zwar hier so eine kleine Alverde-Handcreme. Dann habe ich hier noch so ein Eye-Cooling-Gel. Das ist von Monoskin. Das war auch aus dem Glossybox-Sale. Das packe ich euch auch mit hier rein. Das habe ich nämlich noch doppelt. Dann noch eine Maske von Balea, die Sweet Melon Maske, die habe ich auch doppelt. Deshalb tue ich euch die auch mit rein. Und ja, ich denke, da kann sich jemand drüber freuen über diese Box. Eventuell kommt noch was anderes mit hinzu, ein paar kleine Pröbchen oder so. Das werde ich auf jeden Fall verlosen. Da bekommt der Gewinner dann auf jeden Fall die Mary Poppins Dose. Die habe ich ja so oft. Ich hatte ja bei dem Glossy Sale, wer den von mir gesehen hat, dreimal, glaube ich, diese Box oder mindestens zweimal. Auf jeden Fall habe ich sie mehrmals gehabt und ja, deshalb habe ich hiervon auch eine Box über und die ist auch richtig schön in Blau. Die bekommt dann der Gewinner von mir nach Hause geschickt. Ich würde sagen, mir hat die Box sehr gut gefallen. Also ich fand die wirklich schön und mit den restlichen Produkten kann ich dann auch was anfangen. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass ich jemanden glücklich machen kann von denen, die keine bekommen haben. Ich hätte ja auch eine ganze noch dazu kaufen können, eine zweite. Aber ja, das wären dann auch 70 € gewesen, beziehungsweise ein bisschen weniger. So viel wollte ich dann diesen Monat auch nicht mehr ausgeben. Deshalb habe ich gedacht, teile ich meine Bag mit euch, beziehungsweise mit einem von euch, um euch so ein bisschen, ja, meinen Trost auszusprechen für die, die es nicht bekommen haben. Und ja, ihr könnt fleißig mitmachen. Was ihr dafür tun müsst, ihr solltet auf jeden Fall Abonnent von meinem Kanal sein und einen Daumen nach oben hinterlassen. Ihr könnt unten einen Kommentar reinschreiben. Schreibt einfach ein Hashtag rein, Glossybag, dann weiß ich Bescheid, dass ihr teilnehmen möchtet. Ich werde das aber auch nochmal unten alles in die Infobox reinschreiben. Da könnt ihr das nochmal nachlesen. Deshalb, also ihr könnt auf jeden Fall fleißig mitmachen. Ich freue mich darüber und ich hoffe, das Video war nicht zu lang. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank an alle, die zugeschaut haben und ich wünsche euch viel Glück bei der Verlosung. Bis zum nächsten Mal, eure Nicole. Tschüss!